Es geht um 20.000 Euro hier bei uns im Duell. Und es geht um ganz schöne Dinge, nämlich um ein Spiel, das da heißt Wer bin ich? Also, ich sage jetzt mal verschiedene Aussagen, die werden immer konkreter. Und ihr sollt mir sagen, wer bin ich? Los geht's um 20.000 Euro. Ich bin etwa 500 Jahre alt. Ich wurde mit Ölfarbe auf Pappelholz gemalt. 1911 wurde ich von einem Italiener gestohlen, der mich nach Hause bringen wollte. Heute findet man mich wieder im Louvre in Paris. Es geht ja um eine Person offensichtlich, die mal porträtiert wurde von einem Maler. Und im Louvre hängen zwar sehr viele Porträts, aber in der Quizsendung würde man wahrscheinlich nach der Mona Lisa fragen. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Lieber Andreas, was ist deine Antwort? Die ist 20.000 Euro wert. Sag mir deine Antwort. Mona Lisa. Susanne? Wir schauen uns mal die Auflösung an. Es ist die Mona Lisa! Und damit geht die Runde 10 und 20.000 Euro an Andreas Janke. Herzlichen Glückwunsch. Komm zu mir nach vorne. Mensch, Susanne, bitte sehr. So lange wirklich tapfer gekämpft. Und du hättest ihn beinahe echt alt aussehen lassen. Das war eine harte Nuss. Ich finde, sie hat mich erst mal aussehen lassen. Das müssen wir hier auf jeden Fall zum Das war wirklich eine harte Nuss. Nochmal Applaus und vielen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendwann mit dem Pippi Langstrumpf-Haus klappt in Schweden. Andreas, wo gehen die 20.000 Euro von dir hin? Ja, und zwar kommen bei uns immer wieder Anfragen rein von jungen Menschen oder auch Älteren, die krank sind und die gerne mal bei uns hinter die Kulissen schauen wollen. Mhm. Jetzt ist es einmal so gewesen, dass das Mädchen, das ich da einladen wollte, verstorben ist, bevor sie zu uns kommen konnte. Mhm. Und ich habe mit den Eltern geredet und die haben gesagt, dass die mit dem Kinderschutzbund, dass sie dort aufgefangen wurden und auch während der Krankheit begleitet wurden. Deswegen gehen die 20.000 Euro an den Kinderschutzbund. Wow, toll. 20.000 Euro für den Kinderschutzbund. Vielen Dank euch beiden fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen beim Duell im Ersten. Wir sehen uns ja fast jeden Tag, Dienstag bis Freitag, immer um 18:50 Uhr hier im Ersten. Tschüss, bis dahin.